Lol. Double Exhaust all the way, oder was? 50 Spiel Kreisliga. Also nur so ein bisschen just for fun. Oh, okay. Bei dem Q, den sieht man ja übelst. Jetzt verstehe ich, was die Leute meinen mit den Kato-Skins. Das ist ja, der Q ist ja viel krasser sichtbar mit dem Skin. Look at this. Er sieht halt nice aus, aber... Moin, Captain. Oh. Wait. Oh, no. Oh, no. Das ist ja auch einfach nur unglücklich. Ich bin so ein hässlicher Inter. Daimos, danke dir auch für die 5, Brody. Seit wann poste ich dir denn Nachricht dann? Oh, danke dir. Ich habe mir auch ein bisschen Pornstar Seelenkartus angeguckt. Das heißt, es gibt jetzt Turbo Aggressive Limit Testing Laning, ne? Pushen einfach jede Rave hart rein und pressuren die Gegner weg. Ja, das hat schon mal mittelgut geklappt. Sein Gameplay ist Das mit dem Pushen ist schwierig geworden. Aber wir gehen zumindest für Poke. Ja, Level 2 kriegen wir jetzt nicht mehr. Ich kann nicht viel reden, wenn ich Kato spiele, ne? Ich muss mich mega auf den Champion konzentrieren. Bro? Alter. Sehr intens die Lane auf jeden Fall. Leider waren wir noch Level 1, das hätten wir hart gewonnen, ne? Alter, das ist übelst der Krimi. Kato spielen ist too much für mich. Scheiße. Ich glaube, ich hätte ein guter Kato, hätte da den Draven gekillt. Ich glaube, der hat hart geintet, actually. Flash da doch rein. Ungefähr so. Pork Sliders. Und hätten wir actually killen können, ne? Let's go, baby! Leroy! Mein Kart, das ist so geil. Wieso habe ich diesen Champion nicht die letzten 3 Jahre gespielt? So, wir gehen, wie Pornstar sehen es beschreibt, für Pen Boots. Es ist so intens, wirklich. Du hast gar keine Zeit, mit Kato's irgendwas zu machen. Also mein Gehirn ist einfach voll, auf voller Kapazität, um diese scheiß Qs zu treffen. Was ist mit Träne? Ja, aber dann hätte ich ja kein Gold für Boots gehabt, weißt du? Nee, Träne ist auch gut. Ich habe bisher immer Träne gebaut. Ich probiere gerade ein, bisschen rum, was die Items angeht. Ich glaube, das verliere ich hart, ne? Okay, crazy. Das habe ich hart verloren. Hätte ich nicht erwartet. Ich habe jeden Q getroffen, ne? Aber er hat mich einfach trotzdem outdamaged. Wir sind immer noch im Learning Process, meine Freunde.
Oh, er ist sauer. Er ist sehr sauer. Oh, er ist sauer. Okay, analysieren wir das jetzt mal objektiv gesehen. Wieso habe ich gerade das so hart verloren, das 1v1? Ich habe eigentlich jeden Q gehittet, oder? Ist der Base Damage von Draven einfach höher als meiner? Oh, meine Maus ist gerade viel zu schnell. What the fuck? Jetzt ist sie viel zu langsam. Also, wieso haben wir das gerade so krass verloren? Bei meinem Kopf dachte ich gerade so, okay, crazy, ich habe jetzt Pen Boots. Der läuft auf mich rauf, ich treffe Single-Target-Qs. Doch, das waren alles isolierte Qs. Doch, 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 hundertprozentig. Das Ding ist, ich glaube, Draven hat halt auch einfach sehr, sehr, sehr viel Damage auf dem Q, ne? Also seine Axt ist ja quasi... Seine Axt macht ja quasi so viel Damage wie ein isolierter Q von mir. Ich habe keine Lust. Das heißt, sobald ich einen misse, outdamaged er mich, weil er muss nichts treffen, ne? Dark Engel, dann gibt es die 4. Wieder Mages of Bottle Meter. Kann man auf jeden Fall spielen, gut, ja. Also Raka hat den Kill auch bekommen, also der Draven hat nicht mal was bekommen dafür. Ja, ich hatte auch keine Exhausted. Also ich glaube, im direkten 100 zu 0 All-In ist Kartus im Early Game jetzt gar nicht so sick, ne? Irgendwas ist mit meiner Maus wirklich nicht in Ordnung gerade. Sieht sehr, sehr falsch an. Okay. Also ich muss hier auf meinen Mana aufpassen. Oh, scheiße, hat nicht geklappt. Ich kann nicht richtig queuen gerade, what? Fiddlesticks Gangs sind so toxic. Du chillst einfach auf der Lane, nichts passiert, auf einmal... Belastend. Sehr belastend. Irgendwas ist... Was ist mit meiner Maus gerade passiert? Das fühlt sich nicht mehr gut an. Ich weiß nicht, was es ist. Okay, wir müssen mal ein bisschen Gang zurückschalten gerade. Ich fighte zu viel und farme zu wenig. Okay, dementsprechend fighten wir jetzt natürlich weiter. Perfekt. Neuer Sub-Sound. Okay, wir sind jetzt 6. Wir nehmen hier das Plating und pushen die Wave noch. Ja, ich glaube, ich habe mich auch gerade in der Lane ein bisschen zu sehr auf Fighten konzentriert. Ich glaube, die Prior 1 mit Kartus ist trotzdem immer Lame Prior holen. Weil dadurch punishst du den Gegner halt härter. Draven kann halt nicht so gut gegen mich traden, wenn er die ganze Zeit noch lastet muss dazu. So, wir haben jetzt Lost Chapter, sehr nice. Bin ich bei 500, wenn wir dran, beantrage ich meinen eigenen Samson. Okay, kriegst du. Deal. Und Kartus clunky as fuck. Das Ding ist, ich finde, die meisten Champions, die sich clunky anfühlen, wenn du sie nicht häufig spielst, werden sehr smooth, wenn du sie anfängst zu spielen. Weil, also es gibt zwei Arten von clunky, finde ich so. Also wenn du jetzt jeder Champion, der nicht Ezreal heißt, für clunky behältst, dann sind die meisten Champions im Spiel clunky. Aber man gewöhnt sich halt dran. Zum Beispiel Senna. Senna fand ich auch am Anfang insane clunky. Aber inzwischen spielt sich Senna so fucking smooth für mich. Ich treffe keine Qs. Alter, die ist zu fast. Es geht nicht.
Alter! Wir haben alles versucht, Guys. Wir haben alles versucht. Katus Gaming. Ich hab nicht mal geultet. Ich hab nicht mal geultet. Imagine. Nee, das reicht nicht für Ult. Ey, das ist aber... Oh, da habe ich schon gar keinen Bock mehr drauf. Junge, also wenn ihr jetzt anfängt, jedes Mal, wenn ich ein Q-Misse zu flamen, dann werde ich aber sauer. Junge, spielt mal Katus und versucht Qs zu treffen gegen eine Soraka, die Tier 2 Boots gerusht hat und ihre Passive geprockt hat und mit 600 Movement Speed links, rechts spielt. Wisst ihr, wie fucking impossible das ist, Alter? Das ist so schwer, okay? Kommt mal wieder runter hier. So, Viertelmitte. Outplayed. Ich krieg nicht mal Tower Aggro. Und hier kriege ich Tower Aggro. Na gut. Nullerlei. Danke für die 5. Vielen Dank. Ja, kriegen wir sogar Turret First Blood hier noch. Ich bin so fett, actually. Turret Aggro hat eine Trigger Range. Ja, ja, ich weiß. Ich muss auf Dravenwold aufpassen. Aha, da kam sie. Geh mal hier Ludens. Das ist ein Ludens-Game, oder? Ich glaube, das ist ein Ludens-Game. Ich glaube, in den meisten Games ist Liandris besser, aber hier... Ich glaube, selbst hier wäre Liandris fein, wa? Mein Q macht sogar mehr, guck mal, 345 Damage. Das schmeckt. Starker Vision-Score. Junge, Vision-Score von 0. Ja, ich bin mit anderen Dingen beschäftigt. Ich warte nicht, ich töte. Oh oh. Als ob sie mich einfach killt. What? 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 Aber da habe ich jetzt nicht gerechnet. Ja, ich habe exhausted, aber ich war wieder nicht in Range. Deswegen ist Exhaust nicht durchgekommen. Ja gut, ihre E macht halt genauso viel Damage wie meine Q. Nur ihre E ist kein Skillshot. Ja, wenn ich das gut gespielt hätte, dann hätte ich sie getötet. Ich war irgendwie gar nicht darauf vorbereitet, dass sie mich einfach tötet. Also ich war wirklich gar nicht darauf vorbereitet, dass sie mich einfach runterrennen kann. Ich dachte mir so, was macht sie? Intet sie? Aber bin ich tot. Muss aber Gift drauf sein. Ja, aber Kassu drückt W, so, weißt du? Der W ist nicht outplaybar. Also... Du musst ja nicht wirklich einen Skillshot treffen mit Cassio, um in einem All-In E-Procken zu können. Hey, wie gesagt, war einfach schlecht gespielt von mir. Ich habe einfach nicht damit gerechnet, dass das überhaupt knapp wird.
Aber wir fahren einfach weiter. Okay, nevermind, mein Team braucht mich. Die ist Faker. Die Cassius ist einfach Faker. What can I do? Das ist crazy, wie viel Damage die macht. Ich hätte einfach wegrennen und Ult drücken sollen. Dann hätte sie mich nicht outplayen können. Nee, aber ist ja wirklich, also gegen Cassius legit das Problem. Ihr E macht ja wirklich... Also mein Q macht schon ein bisschen mehr Damage, aber jetzt nicht so viel mehr. Aber sie hat halt, wenn ihr Q proct, keine Ahnung, 460 Movement Speed oder so. Das heißt, für jeden Q, den ich nicht treffe, kriege ich 300 Damage. Und sie heilt sich ja sogar noch. Während sie reinrennt, damit der E-Damage macht. Ja, ich glaube auch, ne? Ich glaube auch, das Beste gegen Cassius ist wahrscheinlich wirklich in sie reinrennen. Aber ich habe halt keinen Leandris, also mein E macht nicht so viel Damage. Hier ist gestern Offstream gespielt. Ja, ich war mega am Arsch. Ich wollte nur ein bisschen Braindead Kato spielen. Oh. Wo kommt er denn jetzt schon wieder her, Digga? Was für eine Winkelberechnung von ihm. Ja, im Fachkreis sagen wir, dass ein strategischer Int, den wir hier gerade vollführen. Haben wir schon Anti-Heal? Ne, wir haben gar keinen Anti-Heal, wa? Sollte ich mir potenziell holen? Ja, ich glaube, Anti-Heal auf mir ist sehr gut. Wo siehst du hier Ludens? Hä? Ist das kein Ludens-Game? Nur noch vier Squishies. I don't know, ich probiere einfach ein bisschen aus. Ja, finde ich gut, Neon. Finde ich gut, dass du auch mal durchgreifst. Finde ich klasse. Janis wäre besser als Lunes, ja? Meint ihr? Weiß ich nicht. Wie gesagt, keine Ahnung. Ich mache das so ein bisschen nach Gefühl. Also der Part ist wirklich der schwerste noch als Katus. Nicht zu inten. Es gibt irgendwie dann immer so eine Phase, wo ich anfange zu inten mit Katus. Ich muss einfach weiter Power farmen, ne? Ich chill, ich fighte immer zu viel. Ey, verpiss dich. Deswegen baut man Sonya Second. Nee, das ist ja Quatsch. Also Sonya Second kann man machen, aber ist jetzt nicht Pflicht. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Das ist genauso wie auf Heimerdinger. Klar, Sonya ist ein broken Item. Klar kann man Sonya Second bauen, aber würde ich jetzt nicht sagen, dass man es muss. Okay, die geben uns den Drake. Push noch in der Mitte, Rave. Hey, aber guck mal, gegen das Team. Ja, wann sterbe ich? Ich sterbe entweder, weil Cassio mich runterrennt oder weil ich gefiddle-ultet werde. Da habe ich zweimal keinen guten Sonyas Engel. Wenn die jetzt Champions hätten, die durch Sonyas gehardcountert werden, keine Ahnung, wenn die jetzt ein Viego hätten oder whatever, so, ja, dann auf jeden Fall safe, aber so. Fühl ich nicht so. Ich will ja sterben, so, weißt du? Digga, das ist so disgusting, wie viel Damage die macht. What?
Holy shit, Alter. Casio broken oder was? Also gegen Casio fühlt sich das ein bisschen unplayable an, muss ich sagen. Die rennt mich einfach runter. Das ist das vierte Mal oder so. Von meinen 6 Toten wurde ich 4-mal einfach von Casio runtergerannt. Das ist Batman. Das fühlt sich sehr unsatisfying an. Aber mein Team hat mich. Ist trotzdem irgendwie ein sehr unbefriedigendes Game. Ich habe die Lane geultra-stompt, war gigafett und bin jetzt wieder useless. Wenn ich einfach scheiße spiele. Also ich bin nicht useless, ich spiel Katus, ne? Aber ihr wisst, was ich meine, so. Stand irgendwie 8-3 oder so. Eigentlich hätte ich das Game gerne gesolo-carried, aber... Dafür hatte die Kasse ein bisschen zu viel Hass auf mich. Was macht ihr denn da, Alter? Ihr habt schon wieder zu viel Spaß da. Ihr habt schon wieder viel zu viel Spaß. Oh, jetzt habe ich geultet, bevor ich Rabatt uns habe, Mann. Oh, 666 Damage. Perfekt. Den Item-Bild müssen wir uns merken. Mit den Items und 2 Darksteel-Stacks auf Level 13 mache ich 666 Ult-Damage. Ja, das Game hat sehr geil begonnen und ist dann irgendwie sehr antiklimatisch geendet. Kann ich den Nash soloen? Wahrscheinlich nicht, ne? Einfach mal so eine Frage in den Raum geworfen. Kann ich den soloen? Muss mich auch noch ein bisschen an die Max-Range von Katus gewöhnen, so. Ach, mein Ohr. Ist ja auch viel Gefühlssache. Es ist so reportable. Schade. Poseidon, danke dir für die 2. Vielen Dank. Kuss geht raus an deiner Stelle. Seit wann schreibe ich denn das eigentlich alles in den Chat immer? Wollen wir nicht einfach Nash machen? Los, sagen wir mal einfach Nash, oder? Also nach der Minion Wave natürlich, die ist wichtig. Alter, der Grace one-shottet das Ding. Seht ihr das? Der macht tausende Autotecks. Ja, ich war auch dabei. Ey, ich habe gerade ein gutes Gespür dafür, immer genau auf der falschen Seite zu stehen. Ich geh da jetzt rein. Reicht mir. Fast ein Skillshot getroffen. Aber reicht nicht. Wir sind Katus. Wir haben R gedrückt. Was gehe ich jetzt? Morellus bauen wir nicht aus, oder? Ich bin Void Staff? Was würde man jetzt in so einem normalen Katus-Game? Ich hab die Items in der Tasche. Was würdet ihr bauen? Das könnte man ausbauen. Das ist sicherlich auch decent, ne? Ich glaube, Archangels ist wahrscheinlich der beste Buy hier. Die Gegner haben nicht so viel Resistenzen. Aber Geister, wir müssten schon irgendwo noch einen Turret holen. Das wär dufte. Och, nee. Ah, nice. Danke. Noch ein Deathcap, ja. Naja, das ist ja quasi... Archangel ist ja quasi Deathcap Light. Ich hab nicht mal 500 AP mit den Items. Das ist schon ganz schön wenig, oder? Ganz schön wenig.
Okay, wir machen jetzt noch Botside Jungle und dann gehen wir einfach Ende machen, würde ich sagen. Ey, kuscheln bitte. Oh, warte mal, 600? Hey, da stand doch gerade auf 400 irgendwas, oder? Lol. Ups. Na gut, das ist okay. Ich komme, ich komme. Hihihi, hallo. Oh, wow. Die trifft mehr Qs als ich leider, die Cassio. Die ist am Hacken. Oh! Das hat mich... Wie hat mich das nicht gehittet? What? Ey, das hätte mich safe hitten müssen. Aua, aua, aua. Die Ult hätte mich... Hä? Also jetzt mal Real Talk. Das ist ja sehr Bullshit, dass die Ult nicht gehittet hat. Sie hat nach hinten geult?